Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Die Familie Bastone feierte am 24. Februar 2015 das 25-jährige Jubiläum ihrer Pizzeria zum alten Bahnhof. Vor 25 Jahren übernahm Carmine Bastone mit seiner Frau Ida die gutbürgerliche Gaststätte in der Ortsmitte von Ludwigshafen-Maudach. Seitdem ist die Pizzeria fester Bestandteil der Maudacher Gastronomie und beliebt bei den Maudachern nicht nur für ihre selbstgemachten Pizzen. Dies wurde am Dienstag gebührend gefeiert. Für Carmine Bastone, den Wirt und seine Familie war es ein ganz besonderer Abend. Man sagt, besonders, wo ich das erlebt habe, sind die Leute. Am Anfang waren Gäste, jetzt sind mehr Freunde geworden, nach 25 Jahren. Und habe ich guten Kontakt, viele Freunde, und das macht mir Spaß, hier in Maudach zu bleiben. Und ich werde noch ein paar 25 Jahre bleiben. Wenn die alle mitmachen, dann bleibe ich noch 25 Jahre in Maudach. Zahlreiche Gratulanten waren in die Pizzeria mit italienisch-deutscher Küche gekommen. Auf die Gäste wartete ein Buffet mit kalten und warmen Speisen, die einen Querschnitt der Pizzeria-Speisekarte widerspiegelten. Ja, also die Feier ist durchaus berechtigt. Meine Frau und ich, wir kommen immer sehr gerne zum Carmine in den Mauderer alten Bahnhof. Die 25-Jahr-Feier ist also eine Einladung vom Carmine und wir sind also sehr begeistert und freuen uns auch, dass wir hier eingeladen wurden. Und es ist eigentlich ein wunderbares Ambiente, ein sehr schönes Flair und die Gäste sind sehr illustrer, also es ist wirklich sehr angenehm. Mir gefällt es sehr gut, weil wenn man sich zurückdenkt, die Jahrzehnte, wo er da ist, und er ist immer noch der Alte geblieben, immer freundlich, immer nett, immer zuvorkommend und er vergisst keinem. Sehr, sehr fein, immer vom Feinsten, Essen sehr gut, Pizza gut, perfekt. Ja, kann mich nur anschließen, wir treffen uns halt jeden Donnerstag hier zum Stammtisch und es wäre nicht so, wenn es uns nicht gefallen würde. Bei ausgelassener Stimmung wurde bis nach Mitternacht gefeiert. Unsere Spezialität sind das Qualität, was wir führen. Ich versuche, original italienische Gastronomie zu bringen. Und das ist das Einzige, was meine Kraft ist. Wenn Sie so zurückschauen auf die letzten 25 Jahre, gibt es irgendwelche Highlights? Doch, selbstverständlich. Wir haben jedes Jahr bei uns im Maudacher Kerbe, wir stellen so ein Stande mit Bier und unsere Spezialität weiter für die Leute zu was zu geben. Das schöne Biergarten im Sommerzeit. Die Gäste sind immer nett. Abschließend die Frage: Haben Sie die Niederlage der Italiener von der WM dieses Jahr gut verkraftet? Ich habe wieder gut verkraftet. Müsste ich unbedingt, weil die Deutschen waren bessere Mannschaft, kann man nicht sagen. Und vor 25 Jahren war wieder deutscher Weltmeister und habe ich wieder gut verkraftet. Also damals war man in Italien, die deutsche Weltmeister. Aber schon alles gut geklappt, ja. Aber ein schönes Spiel haben die gemacht.